So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wer diesen komischen Wagen, Container, was auch immer das sein soll, hinter mir noch erkennt, der weiß, was das heißt. Beziehungsweise bin ich dumm, weil das steht ja im Titel, was das heißt. Willkommen zu einer neuen Folge 7 Tage, 7 Stops. Hier stand man nämlich das letzte Mal in Ebenharz, haben Stops eingereicht. Jetzt ist alles bewertet worden, beziehungsweise schon länger. Sonst hat das ja immer so eine Woche gedauert, diesmal waren das vielleicht 3 bis 5 Tage, dann waren schon alle abgelehnt oder akzeptiert. Deswegen sind wir zurückgekehrt an den Ort des Geschehens, gucken jetzt mal, was ist durchgegangen, was ist im Spiel aufgetaucht, was nicht, was ist eine Arena, was nicht, wo haben wir Glück gehabt, wo nicht, ne? Ditchen ist auch wieder dabei, die Celine ist auch dabei, die kennt ihr noch gar nicht, ne? Wir laufen jetzt mal los, gucken uns das mal an und melden uns natürlich gleich an den Stops. So, als erstes haben wir hier natürlich das Wandbild-Mural, was ihr hinter mir seht, hier an dem Hotel. Und dann habe ich gesehen, auf der anderen Seite ist noch ein viel besseres, viel größeres Wandbild. Hätte man lieber das einreichen sollen. Haben wir aber hier gemacht, ist akzeptiert. Konnte ich sogar ein Upgrade drauf geben, gleich nachdem ich es eingereicht habe, weil ich noch was übrig hatte. Hier seht ihr nochmal das Bild, was ich eingereicht habe. Sieht halt schlecht aus, weil die Sonne da so eingefallen ist. Jetzt wäre ein besseres Bild gewesen. Und hier habt ihr auch das Umgebungsbild, wenig Stops und Bild schön anzusehen. Das muss nicht mehr sehr aufwendig geschrieben sein. Aber wie ich immer sage, wichtig, dass man auf dem Umgebungsbild den eigentlichen Pokestop auch noch sieht. Jetzt gucken wir uns das mal im Spiel an. Hier ist er also, ist ins Spiel integriert worden. Wandbild, Mural mit dem komischen Bild, ne? Wir gehen weiter zum nächsten. So, dann kommen wir zum zweiten Stop. Den haben wir ja hier, schön Werratal Radweg. Diese fette, große Infotafel, die wir eingereicht haben. Leider hat das Internet gesponnen, als wir weggelaufen sind. So hat das irgendwie 2 oder 3 Mal einen Fehler angezeigt und dass ich es nochmal einreichen muss, bin unten auf erneut versuchen. So hat es im Endeffekt dann also 3 Mal, glaube ich, den gleichen einreichen wollen. Deswegen hatte ich dann auch nur noch 3 übrig statt 5. Das war das Problem beim letzten Mal. Ihr seht das jetzt aber hier, Infotafel, Werratal Radweg. Es ist auf jeden Fall akzeptiert worden. Hier seht ihr das Bild, hier seht ihr den Standort und hier seht ihr auch nochmal das Umgebungsfoto. Sehr schön, man sieht mehr von der Umgebung und man sieht den Pokestop auf jeden Fall auch hier. Ist, wenn ich ins Spiel gehe, wie ihr seht, eine Arena geworden. Die ist gerade weiß und da setze ich mich jetzt auch rein. Die ist aber nur weiß, weil ich den Steve Bauer wieder mal rausgeschmissen habe, weil der nämlich immer zu in der Arena sitzt. Schon seit 4 Tagen saß der schon wieder. Das kann auf jeden Fall nicht gut sein. Da setzen wir mal ein Zeichen, indem wir den rausgeworfen haben. So gelb machen und mal gucken, wie lange es jetzt hält. So, dann sind wir hier bei unserem Lieblingsstop angekommen. Die Oase am Brunnenweg. Da haben wir hier ein Infoschild gehabt. Ich wusste nicht, ob ich das Infoschild als Umgebungsbild nehme. Oder ob wir den Brunnen an sich als Umgebungsbild nehmen. Wir haben uns dann dafür entschieden, den Brunnen zu fotografieren. Oase am Brunnenweg. Ich muss mal hier unter den Baum. Sieht jetzt alles so dunkel aus hier. Oase am Brunnenweg war dann auf jeden Fall der Stop. Und ich habe das Umgebungsfoto wieder so gemacht, dass ihr den Brunnen im Hintergrund noch seht, aber auch dieses Schild mit dabei habt. Finde ich, sieht auch sehr gut aus. Sehr schön fotografiert natürlich. Herr Ramses, ne? Aber nee, achtet wirklich mal darauf, wenn ihr Umgebungsfotos macht, dass man den Stop wirklich auch im Umgebungsfoto sieht, mehr von der Umgebung sieht und reicht nicht 2 Mal genau das Gleiche an, ein, dann wird vieles einfach abgelehnt, weil die Leute denken, das ist fake oder ihr wollt irgendwas verheimlichen. Ist jetzt auf jeden Fall hier auch im Spiel angekommen. Oase am Brunnenweg, da ist er also. Wir suchen uns den nächsten, das müsste dann der Spielplatz sein. So, da sind wir angekommen am Kinderspielplatz, Kinderspiel- und Sportplatz, wie auch immer. Ihr seht, das ist immer noch alles hier abgesperrt. Dafür haben sie in der Zwischenzeit hier Rasen gemäht, ne? Und das könnt ihr ja alleine machen. Hier ist das Schild auf jeden Fall, was ich eingereicht habe. Die Tore stehen da hinten, hier ist noch anderer Backfisch. Wir gucken uns mal das an. Kinderspiel- und Sportplatz, Schild akzeptiert, Umgebungsfoto. Habe ich so über die Hecke gemacht, dass man das Schild sieht und die Tore im Hintergrund, die Hütte dabei, dieses Spielgerät. Ging auf jeden Fall durch. Ne? Schade, dass das halt alles eins ist. Woanders kann man immer den Spielplatz einreichen und den Sportplatz extra. Hier habt ihr halt jetzt den Felix, was machst du? Hier habt ihr den Kinderspiel- und Sportplatz in einem, weil
extra einreichen, was wollt ihr da machen? Ganz nah aufs Tor zugehen und da schnell nur das Tor einreichen, aber das ist ja Quatsch. Das auf jeden Fall hier. Jetzt haben wir leider noch ein. Das Backhaus, das können wir euch noch zeigen. Melden uns beim letzten natürlich zurück. Gucken, was die da machen da hinten. Oh ja, halt mich fest. Oder so. So, zu guter Letzt hängen wir natürlich hier noch am Backhaus rum, wie ihr seht. Hier steht nochmal die Zahl, 1840 oder was das sein soll. Über mir ist hier die komische Pizzascheibe. 4 Käse, so sieht's aus. Wir gucken mal ins Programm rein, altes Backhaus akzeptiert. Das ging auf jeden Fall durch, ne? Hier Standort, hier nochmal Umgebungsbild, dass man auch den Rest von der Straße sieht. Ist fertig. Das kann ich euch nochmal kurz zeigen hier. Das ist nämlich, wie gesagt, nochmal eingereicht worden. Die Arena, der Radweg, gilt natürlich jetzt als Duplikat. Aber wenn wir ins Spiel gehen, sehen wir keinen Pokestop. Woran kann das liegen? Wisst ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Im Endeffekt muss man bei Ingress wieder irgendwas verschieben, dass das in Pokémon auftaucht. Vielleicht kann sich der Extrem darum kümmern oder auch nicht. Was will er mit eben harzer Stops? Die braucht man ja eigentlich gar nicht. Hauptsache, wir haben unsere gelbe Arena hier gebastelt, können uns da ab und zu mal reinsetzen. Im Endeffekt sind alle, die ich eingereicht habe, durchgegangen, wurden akzeptiert, sind angenommen. Die Bilder waren auch einigermaßen okay, außer das vorne beim Wandbild. Mural gefällt mir einfach nicht. Kann man ja, glaube ich, auch erneuern, aber wir gucken mal. Für die nächste Folge werden wir vielleicht nach St. Bernhard endlich mal gehen. Da dürfte nämlich gar nichts sein, dass wir diese klassischen Sachen einreichen können, die es eigentlich überall gibt. Schauen mal, wie es dort so aussieht und ob dort überhaupt Internet ist. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bevor ich es vergesse, ne, wenn wir noch einmal hier sind, ich habe euch ja das Wandbild gezeigt, Mural vom Hotel, und gesagt, auf der anderen Seite ist auch eins, was sogar noch besser aussieht. Das ist nämlich das hinter mir. So sieht das nämlich von vorne aus. Wunderbar. Gasthaus, grüner Baum und Hotel und Grill und Deutschlandstoff-Dings zum fürs ins Schwimmbad reintun und Autos, ausländische, gut. Das war es aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und Adi. Tschüss. Ditschen.